Hallo und herzlich willkommen zurück. Aber ich bin nicht ganz so erfreut, denn ihr seht, wir waren beim Feuerrätsel. Ich habe das Feuerrätsel auch schön beendet, letzte Woche noch. Heute ist ja Montag. Und ja, da oben sind wir hergekommen. Und ich bin halt wieder zurückgelaufen, weil mit dem Schalter haben wir eines der Türen, diese Tür rechts da, haben wir geöffnet. Und habe jetzt hier zwei Männer mit Pistole und einen Hund umgebracht. Ja. Seht ihr schon, durch das Menü kann ich jetzt auch wieder etwas schneller durch. Aus dem einfachen Grunde, weil ich ja jetzt mir das umgestellt habe und das alles recht gut funktioniert, wo ich hier gerade so, das funktioniert es doch nicht. Das hat jetzt in der Probeaufnahme, beziehungsweise in der Aufnahme, die eigentlich echt sind, hat besser geklappt, da hat es nicht so doll gehangen. Aber es geht. Kommt die überhaupt vorwärts? Manchmal frage ich mich, Lauer. So, wieder ein Anfangs-Save-Punkt. Falls die Aufnahme schief geht, habe ich jetzt den hier oben auf diesem Speichern. Ganz wichtig. Okay, jetzt kann man die Kante sogar hinten sehen. Nein! Nein! Ich hab's gewusst. Oh! Es geht weiter. Es kann sein, dass es jetzt gerade nicht weiterging irgendwie. Aber das ist gerade wieder rausgeflogen, weil ich auf die Windows-Taste gekommen bin. Deswegen wird das Spiel jetzt wieder schön stocken. Ich sehe das schon wieder. Moment. Ja, hieran merkt man es. Moment. Wartet mal eben. Ich will ja gleich rausfliegen aus dem Spiel. Jetzt geht's wieder alles. Ich habe aber tausendmal die Windows-Taste gedrückt. Das heißt, es kann sein, dass das Auto gerade wahrscheinlich gleich mich einfach rausschmeißen wird. Das wird durchaus so sein. So, jetzt aber. Probeaufnahme hat es besser geklappt, aber gut. So, er hat mich gerade rausgeschmissen. Gut. Musik. Gegner im Anmarsch. Nein! Nein! Oh, das ist eine richtige Fail-Aufnahme. Richtig fail. Wir lassen den aber sterben. Das war so richtig Fail-Aufnahme jetzt gerade hier. Fail! Ja, wir machen. Es geht schon 3 Minuten und haben gerade mal nichts erreicht. Gar nichts. So, das hat heute mal geklappt. Mit rückwärts abspringen ist halt wirklich nicht. Jetzt geht's wieder richtig gut. Halt ein bisschen schwierig immer. Ich speichere jetzt hier nochmal. Ja, Fail-Folge, die ersten 3 Minuten mit Stockungen und. Spiel hängt ein bisschen. Hat relativ gut geklappt. Spielen doch ein wenig. Moment. Doch, geht aber. Also so schlimm kann es nicht sein. Ja, so schlimm ist es nicht. Ich muss mich darüber immer so ein klein wenig aufregen. Ihr merkt das ja. Von da kamen wir und hier müsste... Ja, genau, hier ist der Eingang. Eingang. Hundi! Gut. Mensch. Dieser Schalter ist sehr wichtig. Guck mal hin, was er macht. Ja, weggesprengt, sag ich nur. Und jetzt sieht man da unten, wir keinen Unterbrecher holen. Ja, wir können jetzt unseren Unterbrecher holen. Ah! Ja, ich frage jetzt, wie kommen wir zurück? Ich weiß gerade nicht, wie wir zurückkommen, weil durch den anderen Weg dürfen wir nicht mehr zurückkommen. Das habe ich letzte Woche schon ausprobiert. Deswegen müssen wir jetzt erstmal nochmal
die Treppen zurück und halt gucken, wie wir wieder zurückkommen irgendwie. Hier müssen wir doch noch was machen. Ich habe einen Raum vergessen. Es gibt noch einen Raum, der ist sogar ziemlich wichtig. Der ist sogar ziemlich wichtig, soweit ich das noch weiß. Deswegen gucken wir da jetzt nochmal. Ich weiß nicht wohl auch, wo der Raum ist, aber wir haben, glaube ich... Ach, ich habe einen Schalter vergessen zu drücken. Den drücken wir jetzt mal. Ich weiß, welchen Schalter das war. Wir hätten nämlich den oben drücken müssen, aber ich bin ja hier runtergefallen, deswegen... So, wie ging es hoch? Ich glaube, hier, auf diesen Weg. So. Ja. Das Spiel hängt. Aber nicht so doll wie in den letzten Folgen. Wo war der Schalter nochmal? Keine Ahnung, ich gehe jetzt mal hier durch. Und hier hin. Genau. Ach, ich habe ihn gesehen, da oben, ja. Okay, dann machen wir uns einfach hier hoch, weil hier vorne ist dieses Ding. Das müssen wir ja nicht überqueren, wenn wir es nicht unbedingt machen müssen. Nein! Okay, dann habe ich nicht viel Leben verloren. Wir hatten, glaube ich, vorher schon, nichts. Wir hatten vorher nur noch die Hälfte, deswegen... Lasse ich es gelten. Aber wir haben nichts erreicht. Die Aufnahme geht 6,5 Minuten und nichts erreicht. Das heißt, wir müssen jetzt auch wieder noch einen Unterbrecher heute aufheben. Ich kann ihr die Folge heute mal 18 bis 19 Minuten gehen lassen, wenn ihr das wollt. Und dann ist es wieder gut. Na, und verpatzte Zeit wieder ein wenig. Laura, du sollst es so machen. Und festhalten. Genau. Du könntest es doch eigentlich, glaube ich, einfacher machen. Aber ich mache es. Geht trotzdem wieder hier lang. Gott. Und hoch. Ja. Direkt am Schalter speichern. Zum 102. Mal. Da müssen wir, glaube ich, hin dahinter. Nee, müssen wir nicht. Ja. Jetzt dürfte unten eine Tür aufgegangen sein. Okay. Ja. Wo war die Tür? Die war auch wichtig. Da ist sie. Ich weiß immer noch nicht, wie Turbo geht, aber das kriege ich schon noch raus. Wir brauchen das später auch. Die hier sind irgendwie Systeme. Man hört es auch, dieses Geräusch. Dieses. Irgendwelche Systeme. Ah! Gut. Richtig laut hier unten. Und hier haben wir was ganz Wichtiges. Die brauchen wir unbedingt. Wenn wir diesen Unterbrecher aufgehoben haben da drüben, brauchen wir ja noch die Keycard unbedingt. Weil was sollen wir denn dann machen nach dem Ganzen? Das heißt, die war wirklich ganz wichtig. Wo ging ich das nochmal hoch? Hier, oder? Ja. Ich bin heute zu ruhig. Ich weiß auch nicht warum. Ich muss etwas mehr sprechen. Wir müssen natürlich noch 10 Minuten aufnehmen. Laura, bist du? Ja, das war wieder mal so ganz kurz, wieder mal so ein... Mal ganz kurz, so für 2 Sekunden, wenn die überhaupt mal gestoppt hat. Weißt du aber wirklich? Gerade nicht, wo wir zurück können und zurück müssen. Da müssen wir den Weg noch suchen. Ich speichere hier mal kurz ab. Ja... Der Weg war irgendwie ätzend. Ich glaube, da war er. Da sind wir nämlich hergekommen, glaube ich. Da müssen wir jetzt wieder zurück. Wir haben alles, was wir brauchen. Die Keycard und alles weitere. Und jetzt können wir wieder zurück. Die Unterbrecher, den ersten... Also, wir haben unten übrigens auch schon 3 Unterbrecher-Einsatzdinger gesehen. Die habe ich euch gar nicht gezeigt. Da konnten wir 3 Unterbrecher einsetzen. Die heißen übrigens... Ach, hier ist sie doch. Keycard heißt es ja wieder. Aber die Unterbrecher, ich wollte den Unterbrecher eigentlich suchen. Ach, den haben wir da gar nicht aufgehoben. Entschuldigung, den haben wir da gar nicht aufgehoben. Ja, jetzt glaube ich irgendwas mit Breaker. Irgendwas mit Breaker.
Ganz an der Kante wollte sie jetzt wieder nicht hoch. Ja, und jetzt sind wir wieder. Nein! Okay, ich lasse das Geld. Okay, wir fühlen irgendwie ganz schön viel Leben. Ja, habe ich festgestellt. Es geht nur. Also wir müssen jetzt schon noch 3-4 Gegner durchhalten ohne Medikamente. Jetzt kommen wieder Gegner. Ja, da haben wir ihn. Wetten, da kommen Gegner, wenn ich das Ding aufhebe. Das heißt, die Dinger aus Tomb Raider 2 halt, was ja auch Sinn macht. Und zwar heißt dieses Ding Circuit Breaker. Ich kann es nicht aussprechen. Ich weiß nicht, also Circuit Breaker heißt es halt so. Und es würde eigentlich Circuit Breaker oder sowas heißen. Ja. Ja, wir müssen jetzt hier diese Keycard einsetzen. Was auch immer es uns bringen wird. Auf jeden Fall wahrscheinlich Gegner. Aber wir setzen sie jetzt erstmal ein. Gespeichert habe ich jetzt nochmal. Wir haben doch was erreicht in der Folge jetzt, immerhin. Eine Tür ging auf und es wird wahrscheinlich eine Tür sein, wo ich weiß, welche das ist. Ja, ich probiere jetzt direkt mal auf das Dach hier zu kommen. Hier geht's nicht lang, Lauer. Tut mir leid, hätte sie auch einfach da runterkrabbeln können, aber sie kann hier ja noch nicht krabbeln. Hätten wir ganz schnell unseren Unterbrecher gehabt und sie kann in diesen. Und sie kann mit ihrem Alter jetzt garantiert wie will ich sagen. Sie kann ganz bestimmt kriechen, weil das jedes kleine Kind macht. Die Tür hätte es auch sein können, oder das ist eine Zeittür? Ja, ich gehe irgendwie krass. Oh! Hier liegen Fackeln, habe ich wahrscheinlich vergessen aufzuheben bei dem einen Gegner. Gut, dass wir das jetzt sehen. Wir haben ja schon so wenig Fackeln. Wir haben nur 12 Fackeln. Und das Level ist jetzt auch nicht wahnsinnig hell. Und die nächsten Level werden bedeutend dunkler, das sage ich euch. Die werden wirklich bedeutend dunkler, die nächsten Level. Also wir müssen Fackeln sparen, auf jeden Fall. Hier müssen wir wirklich mal... Ich bin so blöd. Und zwar hier muss ich rein. Wenn es die Tür war. Ja, die Tür war es. Es ist mir gar nicht so einfach, da reinzukommen. Ja, wie ging das nochmal? Ja, dafür sind jetzt die Kisten. Ich habe mich ja gewundert, warum die Kisten da sind. Die Kisten sind dafür da, dass wir jetzt in dieses Loch da reinspringen. So. Und so. Was? Laura, wir können auch einfach so machen, wenn du das. Laura. So. Schon der zweite Unterbrecher. Das ging aber schnell. Wir haben schon unseren zweiten Unterbrecher gefunden. Egal jetzt. Ich habe schon manchmal gespeichert, deswegen ich lasse es jetzt einfach so. Da wenigstens was dabei. Ja, der hat sogar ein kleines Medipack, das ist nett. Wir haben unseren zweiten Unterbrecher. Das ist natürlich sehr geil, dass wir zwei Unterbrecher direkt in der Folge gefunden haben. Aber finde ich auch sehr einfach versteckt. Also nicht wahnsinnig schwer. Und es fehlt uns, und noch ein Schalter, und es fehlt uns jetzt nur noch ein Unterbrecher. Das freut mich sehr. Mit Schalter inklusive. Schaka. Ich weiß nicht, ob das Tor ist, oder? Ist es das Tor? Ja, ich weiß, wo das Tor ist. Wir werden nochmal ganz schnell Motorrad fahren, würde ich sagen. Ja. Ja, habt richtig gehört. Wo kann ich jetzt wieder hier raus? Achso, jetzt habe ich jetzt gedacht, das wäre eine Tür. Hier wieder rauszukommen ist auch eine Plage, glaube ich. Deswegen mache ich es einfach ein bisschen einfacher. Ja, Laura, ich weiß, du willst so nicht rein. Ich habe das gerade vorhin schon festgestellt, gerade eben, wie auch immer. Moment. Zweimal. Ja, wo kamen wir denn her? Ja, hier kamen wir her, genau. Das war so eine Ecke. Genau, von hier oben kamen wir. Stimmt, zwar von oben. Wir kamen von oben. Oder nee, wir fahren nicht Motorrad. Wir gingen jetzt auch zum Motorrad hin. Ja, damit es wieder spannend gehalten wird. Das mache ich nämlich auch gern sowas. Weil ich nächste Zeit auch machen, wirklich ist immer spannend halten und immer wieder dann halt Stopp machen, wenn irgendwas Spannendes ist, wenn man in irgendeinen Raum reinkommt. Ja, manchmal verstehe ich dich nicht. Wo sind wir denn jetzt hier? Ach so. Das ist aber nicht wahnsinnig weit.
Juhu, geschafft. Hat ja nicht lange gedauert jetzt. Ich soll vielleicht ein bisschen mehr abspeichern, naja. Etwas vorsichtiger mit der Lava umgehen. Die ist ja auch nicht aus, was weiß ich, irgendeinem Stoff, der nicht so leicht zerbricht. Das ist natürlich Fleisch. Sehr schön, wie ich es schon gelernt habe. Freut mich. Jetzt heute klappt es richtig gut. Hier ist unser Quadbike. Und wir haben zwei Unterbrecher gefunden. Also, genau, da ist das Tor aufgegangen, genau. Wir haben zwei Unterbrecher gefunden. Wir haben einiges gemacht heute, muss ich sagen. Und ich habe gedacht, wir schaffen heute nicht, dass wir zwei finden. Da werden wir wahrscheinlich unseren dritten finden. Und dann wahrscheinlich in der nächsten Folge, hoffentlich in der nächsten Folge, das Level beenden. Ich hoffe es. 16 Minuten sind rum, das finde ich toll. In einer Woche wird es sein, dass die Folgen etwas unregelmäßiger kommen. Meine Schwester im Krankenhaus ist und ich sie einige Male besuchen werde. Das heißt, es kann sein, dass die Folgen unregelmäßig werden, weil sie einen Bandscheibenvorfall hatte. Schon ihren dritten inzwischen. Und sie ist erst Mitte 20 und ist hier halt im Krankenhaus. Und ja, kann es sein, dass ich öfters mal im Krankenhaus bin und halt etwas unregelmäßiger und nicht ganz so viel aufnehme, also nicht alle zwei Tage zwei Folgen. Ich werde diese Folge morgen hochladen und morgen wird es die einzigste Folge sein, die ich hochlade. Ich mache heute keine weitere Folge. Das heißt, morgen statt zwei nur eine Folge. Ich hoffe, das geht. Ich sag tschüss und bis bald zu Tomb Raider 1 oder Tomb Raider Unfinished Business Remake. Tschüss!